Ich befinde mich in einem Traum. Ich befinde mich auf der Mittelachse der Stadt Kaifeng. Sie war auch die ehemalige Hauptstadt vieler Dynastien. Die Zhouqiao-Brücke befindet sich genau auf dieser Achse und überquert den großen Kanal. Der hervortretende Teil dieser Brücke wurde in der Ming-Dynastie neu gebaut. Nach ihnen stammt die ehemalige Brücke noch aus der Song-Dynastie. Sehen Sie, die Steine wurden vom Wasser abgetragen. Dennoch sehen sie deutlich anders aus. Daher sollten sie einen Zeitabstand von ca. 400 bis 500 Jahren haben. Es gab damals viele Gebäude auf beiden Seiten der Brücke, die aber von einem plötzlichen Hochwasser zerstört wurden. Was übrig blieb, waren viele gebrochene Steine und Relikte, die zu den Stücken des Puzzles der damaligen Szene geworden sind. Die meisten dieser Gebäude waren Läden und hier rechts befand sich der von der Bevölkerung selbst aufgebaute Tempel für den Flussgott. Die Stadt Kaifeng war damals sehr oft von Hochwasser betroffen und wurde immer wieder von Ablagerungen bedeckt. Danach wurde Kaifeng jedoch immer wieder aufgebaut. Aus diesem Grund hat Kaifeng sich zu einer aufeinanderliegenden Stadt gebildet. Viele Überreste konnten vollständig erhalten werden. Man wird hier in die Geschichte vor 1000 Jahren zurückversetzt und spürt dabei förmlich, wie die Zeit vorangeschritten ist. Vieles verändert sich mit der Zeit. Was aber unverändert bleibt, ist, dass die Menschen sich nach einem schönen Leben und der Leidenschaft sehnen.